Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hide the Time Quest. Beim letzten Mal hatten wir eine Audienz bei König Tuscan dem Dritten und haben nebenbei unseren König Tuscan den Vierten als kleines Kind kennengelernt und seinen Beschützer, der Senecalis. Und dieser hat uns aufgetragen, dass wir doch bitte seine Waffen holen sollen aus der Vergangenheit, denn er ist ja mittlerweile im Kloster und hat seine Waffen damals zerstört, als er ins Kloster gegangen ist. Oh, warte mal, wenn wir gerade hier sind, dann repariere ich noch eben meine Rüstung. Die ist ja ziemlich lediert worden. Das Beste für so. Im Kampf gegen Senecal. Genau, wunderbar. Und wir werden jetzt wieder in die Ära Tuscans des Dritten reisen und dann ins Kloster gehen. Denn das hat uns Senecal ja erzählt, dass er uns im Kloster erwartet. Und ich hoffe nur, dass wir da nicht auch gegen die Kreuzritter kämpfen müssen und gegen die Soldaten Tuscans des Dritten. Das wäre nämlich sehr schade. Aber nun gut, hier geht's raus. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Kloster verändert hat. Das scheint ja jetzt wirklich friedlich zu sein und nicht mehr wie in der Ära Tuscans des Ersten nur an Macht interessiert zu sein. Und außerdem will ich mal eben hier was nachgucken. Okay, hier ist nichts. Okay. Ha. Okay. Eigentlich vermisse ich was, denn soweit ich weiß, müssten wir in dieser Ära nochmal auf den Sohn des Schuhmachers treffen. Jetzt habe ich den bisher aber noch nicht gefunden, was irgendwie sehr, sehr mysteriös ist. Ich hoffe, der ist nicht irgendwie weggebackt, aber vielleicht finde ich den eigentlich auch ein anderes Mal. Und deswegen will ich mal weiterspielen und toll, ich wollte eigentlich Geld haben, keine magische Nuss, die kann ich gar nicht mehr brauchen. Du hast... Ah, sehr gut, danke. Vielen Dank für die Plastiks. Vielen Dank, wie lieb von dir. So, ja gut, hier sind die Baumstämme schon runtergekommen. Das ist ein Pfad. Ich wollte gerade sagen, das ist also eigentlich ein Pfad, der nur einmal gefährlich ist. Aber anscheinend habe ich mich da doch getäuscht. Hier kommen immer noch Sachen runter. Was natürlich jetzt überhaupt nicht schön ist. Na gut. Ach, die Geister lasse ich jetzt mal Geister sein. Die können mir egal sein. Er hat gesagt, die Klostertüren sollen offen für uns stehen. Und, na? Sehr schön, wir können tatsächlich hinein. Das ist doch mal schon mal schön. Jetzt hoffe ich nur, dass wir uns da nicht wieder durchkämpfen müssen. Das wäre nämlich weniger schön. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich meine, ich kämpfe gerne. Das bringt immer schön Action ins Spiel rein. Aber, schauen wir mal. Ist da noch irgendwas? Nein, okay. So, da steht doch ein Kerl. Und er greift uns an. Das ist doch nicht wahr. Eine helle Barde sogar. Hat eine ziemlich hohe Reichweite, fürchte ich. Und er hat sogar eine Rundum-Attacke. Nicht schlecht. Ah, jedes Mal. Das sind wohl die Ritter Tuscans des Dritten, die hier zum Schutz und zur Unterstützung der Kreuzritter. Nee, der Tempelritter. Nicht der Kreuzritter. Der Tempelritter hier stationiert wurden, wie uns ja das Schild vor dem Kloster beigebracht hat. Na, komm. Stirb, 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 stirb. Dankeschön. Magischnuss nehme ich gerne. Oh, komm her. So viele Soldaten. Also ihr merkt schon, es werden so langsam mehr Kämpfe ausgetragen, als noch in den ersten beiden. Oh, hier ist zu. Okay, da komme ich gar nicht rein. Als in den ersten beiden Äras. Das heißt, das Spiel nimmt schon ein bisschen Schwierigkeit zu. Nicht so viel, dass es für mich unmöglich wäre. Also ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Das ist schon was. Und, ja, ja. Oh, eigentlich müsste ich erstmal den Bogenschützen ausschalten. Komm her. Sehr schön. Das lief doch relativ gut. Nur von einem Pfeil getroffen. Und das ist schon mal was Schönes. Da ist das Tor, durch das wir gekommen wären, wären wir direkt durchgegangen. Und den Schalter, da habe ich... doch, ein Schalter. Ist ja... Nein, nein, ein Hebel. Den Hebel habe ich gesehen. Ich will mich nur noch mal so hier umgucken. Rote Bolzen kann ich nicht gebrauchen. Ist hier was Besseres drin? Nein, okay. Vielleicht hier in der Truhe. Grünes Kraut. Das kann ich auch nicht gebrauchen. Also gut, ich kann ein grünes Kraut essen, weil ich nicht volles Mana habe, aber im Grunde kann ich das eigentlich nicht gebrauchen. Na egal. So, haben wir hier noch was in die Ecke? Da ist eine Leiter, die geht hoch. Aber erstmal wird der Hebel umgelegt. So. Flupp.
Denn anders wären wir da oben gar nicht weitergekommen, wie ihr sehen könnt. Ist natürlich ein ziemlich schlechtes Geheimnis da oben, denn jeder, der hier unten ist, kann einfach das Ding drehen und dann da hinkommen. Aber, naja, vielleicht ein bisschen Schutz bietet das. Ich habe keine Ahnung, wenn jemand blind ist und sich nicht genau umguckt, wenn irgendwelche Feinde dieses Kloster stürmen, wie zum Beispiel wir, obwohl wir eigentlich gar kein Feind sind und nur mit Senecal reden möchten. Was macht dieser Schalter denn? Dieser Knopf? Interessant. Keine Ahnung, was er tut. Da sind wir doch. Hallo, Taskan. Wie geht's dir? Wenn ihr mir meine Waffen aus der Vergangenheit zurückbringt, Ritter, werde ich den jungen Prinzen im Kloster beschützen können. Ja, ich hab sie doch schon. Ich hab sie bloß Viel wieder Glück, nicht. Ich hab sie wieder bloß nicht ausgerüstet. So, Senecals Waffe. Bitteschön. Meine Waffen. Das ist ein Wunder. Ihr seid unglaublich, Ritter. Ich hoffe, dass alle meine Ritter wie ihr sein werden. Seit ich mit Leuten wie dir zusammen sein kann, zweifle ich nicht mehr am Guten im Menschen. Danke, Halb. Ich werde Taskan den Vierten mit meinem Leben beschützen. Und du, Ritter, verfolgst weiter deine Suche. Auf dem Weg hierhin habe ich von Rachel erfahren, dass Gustus dich in seinem Herrenhaus erwartet. Er hat wichtige Informationen. Adieu. Wartet, Ritter. Bevor ihr geht, möchte ich euch diese Energiereserve geben. Sie könnte sehr nützlich sein. Damit könnt ihr 10 violette Tränke bei euch tragen. Lebt wohl und bis bald. Oh, das ist natürlich sehr schön. Vielen Dank dafür, Tascan. Also das nehme ich sehr gerne an. Sogar ohne, dass wir irgendwas Bestimmtes machen mussten, sondern direkt mit der Story. Das ist sehr cool. Wir haben zwar bisher nur einen violetten Trank gefunden, aber immerhin. Ich würde gerne wissen, was dieser Knopf hier macht. Hätte der das Ding gedreht, hätte man den Schalter unten nicht. Den. Da ist ja schon wieder einer. Den Hebel nicht gefunden? Ja, komm, stirb einfach. Dumm, 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 dumm. Oder hat der Knopf den Typen spawnen lassen? Oh, gemein. Ich will nochmal eben gucken, ob jetzt die Tür vielleicht aufgegangen ist. Das wäre eventuell noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Und ich finde es übrigens furchtbar, dass Rachel zu Rachel eingedeutscht wurde. Das ist echt, schlimm. Aber nun gut. Hier scheint erstmal nichts weiter zu tun zu sein. Deswegen wollen wir mal zu Gustus zurückkehren. Und schauen, welche Neuigkeiten er hat. Ich vermute mal, er weiß jetzt, wo sich das Juwel der Tugend befindet. So dass wir uns endlich auf die Suche machen können, um es zu holen. Ich hoffe es zumindest. Und ja, vielleicht hat er noch andere interessante Neuigkeiten für uns. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht weiß er ja, wo die verbleibenden 2 Bienenstöcke abgeblieben sind. Ja, das wäre auch etwas. Aber nun gut, ja, die Geister hier können, lasse ich mal wieder Geister sein. Und die Fledermäuse im nächsten Bildschirm, die werde ich definitiv auch Fledermäuse sein lassen. Denn da habe ich keine Lust, mich mit denen anzulegen. Die Wölfe, die werde ich wieder töten. Das ist eigentlich Standard. Das ist so, ja, das ist so ein wiederkehrendes Element. Das muss einfach sein. Hallo, meine Schönen. Na? Wie geht's euch heute an diesem schönen Herbsttag? Wie steht's mit der Gesundheit? Na, nicht so gut, wie ich sehe, jetzt nachdem wir uns gesehen haben. Na, komm. Kraut kann ich nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Lassen wir liegen. Und gehen stattdessen doch mal zu Gustus. Ja? Gustus Herrenhaus. Schön über die kaputte Brücke drüber. Die sollte er eigentlich mal reparieren lassen. Ich meine, er hatte eigentlich genug Zeit dafür, oder? Ah, naja. Vielleicht findet er es ganz gut so, dass nicht jeder zu ihm kommen kann, der lustig ist. Also, Rachel hat es vielleicht geschafft. Aber ansonsten, gut, die Ritter in der Ära des ganzen Zeiten haben es auch geschafft. Das sind immer wieder Fässer, die ich zerstören muss. Ich muss sie einfach zerstören. Ich muss. Nichts, okay. Gut, Gustus wird wahrscheinlich drin sein, schätze ich. In seiner Geheimkammer vermutlich. Ich hoffe, die muss ich nicht nochmal aufmachen. Ich springe jetzt einfach hier runter. So, wop. Wop.
Ansonsten hätte ich nämlich einfach außenrum gehen können. Das wäre schneller gewesen, wenn die Geheimkammer wieder zu ist. Aber ich habe gute Hoffnungen, dass sie geöffnet bleibt. Und jawohl, sehr schön. Dann können wir ja ohne Probleme hier runter. Gustus? Hallo, Gustus. Ach, halt, mein Freund. Ich habe im Lehrbuch der Zeit eine Entdeckung gemacht. Es existiert eine verlorene Stadt außerhalb des Tempels. Man gelangt dort über ein merkwürdiges Dolmen, ein keltisches Steindenkmal, hinein. In dieser Stadt soll Taskan der Zweite deine Rüstung gefunden haben. Hör dir diese Stelle im Buch genau an. Dies ist auch die Stadt der Tugendhaften. Das steht vielleicht im Zusammenhang mit dem Juwel der Tugend, das du suchst, aber ich weiß nicht, wo dieses keltische Steindenkmal zu finden ist. Ich weiß nur, dass die Räuber es für dich im Wald suchen. Viel Glück. Ja gut, du hast uns im Grunde nicht viel weitergeholfen, Gustus. Okay, das Kreuz zeigt uns jetzt aber an, irgendwas links vom Dorf der Räuber. Das heißt, wir wollen da doch mal hingehen. Vielleicht haben die Räuber ja eine Entdeckung gemacht. Wo geht's heraus? Da. Das wird interessant. Die verlorene Stadt, von der hier die Rede ist, ist übrigens ziemlich cool. Also das ist mit einer meiner Lieblingsstellen im gesamten Spiel, muss ich sagen. Also das ist echt cool gemacht. So, komm. Hopp. Wow. Das war knapp. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zurück in den Wald und statten den Räubern einen Besuch ab, denn was anderes fällt mir gerade nicht ein. Aber, soweit ich weiß, oder soweit ich vermute, besser gesagt, müssten wir jetzt die beiden anderen verbleibenden Bienenstöcke finden können. Haha. Ich hoffe ich zumindest. Ach, ihr seid... Kommt... Nein, diesmal lasse ich euch am Leben. Manchmal muss man ja auch nett sein, ne? Und ich habe jetzt heute mal meine Spendierhosen an, oder meine Spendierrüstung. Und... Lass euch eine kleine Chance. Ja, hallo. Das war vorher aber noch nicht da, oder? Genau das meinte ich nämlich, dass vielleicht hier hoffentlich die Bienenstöcke noch irgendwo sind. Wobei ich da nicht so große Hoffnung habe. Da ist einer. Oh, und ja, ich benutze die roten Bolzen dafür. Das ist es mir jetzt wert. Komm. Ich hoffe, der letzte ist auch hier irgendwo. Reden wir erstmal mit Nolin. Ich bin glücklich, dich zu sehen. Sehr glücklich. Meine Mutter hatte recht. Du bist... Wir haben endlich das gefunden, was auf dem alten Plan von Taskan dem Zweiten eingezeichnet war. Es ist ein keltisches Steindenkmal. Sei aber vorsichtig, es ist merkwürdig. Wenn man sich ihm nähert, verstummen die Tiere. Hype, ich... viel Erfolg. Danke. Und ja, das mag ich an diesem Steindenkmal. Das ist diese... Oder an der verlorenen Stadt an sich, dass es diese mysteriöse Stimmung hat. Denn man hört wirklich ominöse Geräusche. Und wie Nolin schon gesagt hat, die Tiere verstummen. Und ich hoffe, hier ist irgendwo der letzte Bienenstock. Denn sonst habe ich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann. Und das sieht gerade verdammt schlecht aus. Ach nee, ne? Ernsthaft? Ist das wirklich euer Ernst? Oh nein, ich will nicht den Bienenstock noch woanders suchen müssen. Kann ich da drauf? Nee. Moment. Vielleicht... Okay, da ist ein Speicherpult. Vielleicht ist er hier doch noch irgendwo. Moment mal. Ich sehe ihn hier aber auch nirgendwo. Was kein gutes Zeichen ist. Och nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Wo ist dieser letzte Bienenstock? Ach nee. Okay, ich werde erstmal speichern. Um den Bienenstock kann ich mich später kümmern. Ich möchte jetzt erstmal in die verlorene Stadt hineingehen. Wenn wir dann wieder da sind, dann kümmere ich mich darum, dass ich irgendwie... den letzten Bienenstock auftreibe und vielleicht auch rausfinde,
wo sich der Sohn des Schuhmachers befindet. Hier ist wirklich nichts, oder? Vielleicht irgendwo da oben? Nee. Nein. Kann ich irgendwie in den Baumstamm rein? Kann ich von hier unten irgendwas sehen oder so? Sieht auch nicht gut aus. Das ist doch doof. Das finde ich doof. Also ich habe mich ja eigentlich relativ gut umgesehen. Oder? Ha. Ich finde einfach nichts. Nochmal hier drauf. Oder auch nicht. Gut, aber hier finde ich auch sonst nichts mehr. Dann wollen wir uns mal darum kümmern. Ihr seht hier diese Säulen und solche Symbole, die wir auch schon im Dorf der Räuber gesehen haben bei dem Rätsel. Aber hier ist es ein bisschen anders. Wir müssen uns angucken, was für Symbole da drauf sind und dann das jeweilige Symbol einstellen. Also relativ simpel. Hier zum Beispiel das Blatt. Und hier haben wir den Frosch. Das stimmt. Achso, da ist auch gar kein Schalter. Da muss der Schmetterling her. Dum, 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 dum. Ach nö, der ist genau auf der anderen Seite. Ja, super. Sehr gut, der Schmetterling. Da ist wieder keiner, das heißt, er ist richtig eingestellt. Hier muss die Tatze hin. Das dürfte diesmal nicht so lange dauern. Das müsste nach dem Frosch kommen, oder? Ne, nach dem Kleeblatt. Genau, nach dem Kleeblatt, okay. Und das letzte ist das Kleeblatt. Lass mich raten, das ist... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oh, das ist gar nicht so weit. Nur zweimal... Nein, dreimal drehen. Naja. Immerhin. Es ist einfach ein Rätsel, das ein wenig Zeit in Anspruch nimmt, aber nicht besonders schwer ist. Oh, 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 oh. Das wusste ich ja gar nicht mehr, dass wir dann noch was machen müssen. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen nämlich jetzt die ganzen Fackeln ausmachen. Wie in dem Rennen vom Schuhmacher, bloß dass wir diesmal keine Schuhe haben. Und einen roten Trank haben wir sogar noch bekommen. Das ist natürlich sehr cool. Aber das ist natürlich kein Problem für uns. Und hey, was ist das? Äußerst mysteriös. Und ich kann steuern, das habe ich gar nicht bemerkt. Gehen wir mal hinein und schauen, was passiert. Und wo wir landen. Werden wir etwa in der besagten, mysteriösen, verlorenen Stadt auftauchen? Ja. Interessant. Ein Speicherpult. Ah, ich werde noch ein bisschen weiterspielen, denn hier ist gerade spannend und interessant. Was wird uns erwarten? Der Boden sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus. Das war ja klar. Das war ja irgendwie klar. Direkt mal eine Falle zu Beginn. Das ist schön. Es fängt gut an. Nun gut. Schauen wir mal, was uns erwartet. Interessant. Ein Einhornbanner. Habe ich so noch nicht gesehen. Und Geister. Gut, dass ich jetzt weiß, wie man mit euch fertig wird. Und nicht mehr hier versuche, euch auszuweichen. Kommt, stirb. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas? Was kann ich hier tun? Ah, da sieht man was. Eine unsichtbare Plattform. Geschickt versteckt. So, und das noch eine. Sonst noch irgendwas? Nein, okay. Dann erforscht. Oh, ich brauche dringend mal einen roten Trank. Ich habe gar keine blauen Tränke mehr. Ist das mysteriös. Skelette. Naja, mit euch werde ich gut fertig. Ihr stellt keine Bedrohung dar, um ehrlich zu sein. Komm, Geld. Das nehme ich sehr gerne. Hast du noch irgendwas? Noch mehr Geld. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr blöden Fallbeile. Wow. Und noch mehr Fallen. Ich komme mir gerade vor wie Lara Croft. Yay. So. Ja. Der MK Indiana Jones weiß schon, warum ich da in die Ritzen geguckt habe. Aber ich weiß, dass wir jetzt hier noch nicht das tun können. Ich habe was gehört. Ich höre was. Das Zatila. Dass wir hier noch nicht das tun können, was Dingens. Also egal, ich rede nicht weiter. Ich rede mich ja gerade im Kopf und Kragen. Er weiß, warum ich da geguckt habe. Und ich weiß, dass es jetzt noch nicht der Zeitpunkt dafür ist. Und wir reden erst mal mit Zatila. Hallo. Wie kommst du denn hierher? Ja, Hype. Ich bin's, Zatila. Du siehst mich hier in meiner Eigenschaft als göttliches Tier. Ich bin der Hüter des Juwelensaales. Wir befinden uns in der letzten göttlichen Bastion.
Die Götter haben nicht das Recht, sich in die Dinge der Menschen einzumischen. Sie haben deshalb diesen Ort außerhalb von Zeit und Raum geschaffen. Und Taskan der Zweite hat dich bis hierher geleitet, dank eines Plans, den er den Räubern gegeben hat. Du bist also von einem Menschen geleitet worden und nicht von einem Gott. Du musst jetzt beweisen, dass du das Juwel der Tugend verdienst, indem du deinem schlimmsten Feind gegenübertrittst, der Untugend. Dies ist das einzige Hindernis zwischen dir und der Macht des Juwels. Die Zeit ist gekommen, Hype. Als Drache bitte ich dich zu kämpfen. Als Freund hoffe ich, dass du gewinnst. Haha. Und wie sollte es anders sein? Wir treten gegen den dunklen Hype an. Gegen die Untugend. Was? Oh! Der ist gar nicht mal so schwach. Was sehr cool ist, dieser Kampf. Das ist wie zum Beispiel in Ocarina of Time, wo man auf einmal gegen Schattenlinge kämpfen muss. Oder schon in Zelda 2. Oder die böse Samus in Metroid Fusion. Oder in Metroid Prime 2. Wow, weg. Der kann sogar meine Zauber. Wow, der ist viel zu stark. Okay, einen roten Trank. Und ich brauche ein paar Zauber. Okay, hier behalte ich den Speer. Hier nehme ich den Heiligenschein. Und da behalte ich auch den Speer. So. Oh, wow. Der kann aber viel zu schnell hintereinander schießen. Oh, nein. So, nochmal. Ich habe mich richtig getroffen. Oh, verdammt. Guckt euch mal meine Rüstung an. Was für einen kurzen Prozess der da gemacht hat. Komm her. Nimm das. Okay, das scheint... Oh, ihr seht schon. Er hat sogar die Level 4 Magie. Und jetzt habt ihr auch gesehen, was das für Magie ist. Und zwar Drachenmagie. Was eigentlich kein Wunder ist, denn eigentlich ist Zartila ein Drache. Hallo? Oh Gott, weg! Nicht sterben! Oh, ist das ein Kampf. Das ist jetzt wirklich mal ein Kampf. Also das ist richtig krass, wie schwer das hier auf einmal wird. Oh Gott. Also im Vergleich zu dem, wie es vorher war... Nimm das, Moment, Zartila ist doch ein Feuerdrache. Das heißt, eigentlich müsste eine Eismagie benutzen, oder? Komm, nimm das. Nein. Oh Gott, weg. Oh Gott, das bringt gar nichts. Halleluja. Ihr seht, das ist ein richtig harter Brocken. Ich werde mal einen violetten Trank benutzen. Komm, aber ich mache ihn jetzt mit dem Schwert fertig. Jawohl. Wow. Das war krass. Das war jetzt mal eine Herausforderung. Halleluja. Ich bin froh, dass ich so viele Tränke hatte. Meine Arbeit ist getan. Nur ein perfekter Ritter kann deine Rüstung, das königliche Juwel, das Juwel der Menschen und das Juwel der Tugend besitzen. Und er allein kann das Königreich befreien. Ich wusste, dass nur du als der vollkommene Ritter hier eines Tages mit dem letzten Juwel herausgehen konntest. Ich durfte nicht mehr sagen. Du musstest ganz allein deinen Wert beweisen. Aber jetzt kann ich reden. Der schwarze Ritter heißt Barnak. Er ist ein Gott, der aus unserem Reich verbannt wurde. Er will jetzt sein eigenes Reich in deiner Welt errichten. Schnell, Hype, du musst dein Volk retten und Viola, deine Verlobte, deine Liebe. Steig auf meinen Rücken und lass uns das Juwel mit der Himmelsenergie aufladen. Gerne, Zartila, das werde ich jetzt noch machen in dieser Folge. Puh, was für ein Kampf. Bis jetzt besitzt du das Juwel der Tugend. Ja, wir haben die Untugend besiegt. Ein sehr cooler Kampf, muss ich schon sagen. Also selbst für mich jetzt fordernd. Es kann natürlich sein, dass ich mich dämlich angestellt habe, aber wow. Das war echt mal ein guter Kampf. Puh. Aber nun gut, wir werden jetzt in den herbstlichen Himmel hinaufsteigen. Und ich mache mal wieder eine längere Folge hier raus. Ja. Oh, Himmel. Es ist viel schwieriger, tugendhaft zu sein als schlecht. Das Juwel der Tugend verlangt 60 Energieprismen zum völligen Aufladen. Alles klar, das schaffen wir doch.
Speichern, natürlich speichern wir. So. Und dann geht es los. 60 Energieprismen. Das sollte eigentlich machbar sein für uns, denn wir sind Hype, wir sind der tugendhafte Ritter. Und wir haben uns das verdient. Diese Musik, ich finde sie jedes Mal toll. Na komm. Ich kann immer noch nicht fassen, was das für ein Kampf war. Das ist echt krass. Der sah jetzt vielleicht nicht so schwer, wobei eigentlich wahrscheinlich sah er schon schwer aus. Ich meine, so viel Schaden, wie ich genommen habe, so viele Heiltränke, wie ich gesoffen habe. Puh, es ist echt gut, dass ich die angesammelt hatte. Stellt euch mal vor, ich hätte die nicht angesammelt gehabt. Wow, und das Fliegen wird auch schon ein wenig schwerer, wie ihr seht. Ui, da wäre ich fast gegen den Felsen geflogen. Einige habe ich schon verpasst. Aber das ist egal, das schaffen wir trotzdem. Auch wenn wir hier ein bisschen mehr manövrieren müssen als beim letzten Mal und schärfere Kurven fliegen. Aber immerhin, das ist das letzte Juwel. Das Juwel der Tugend. Das ist schon verständlich, dass es jetzt ein bisschen schwerer wird. Wobei ich, wie gesagt, wirklich den Sprung der Schwierigkeit auf einmal echt krass finde. Also, nicht schlecht. Gut gemacht. Du hast das Juwel aufgeladen. Ah, diese Energieprismen einzusammeln hat mir gut getan. Ich könnte stundenlang fliegen, wenn du wolltest. Aber fürs Erste sollten wir vorsichtig sein. Es gibt ja einige böse Drachen, die es nicht mögen, wenn jemand anders ihr Territorium überfliegt. Wenn du zum Wald zurückkehren möchtest, um deine Aufgabe zu vollenden, dann steuere mich einfach zu dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Alles klar, das werden wir doch direkt machen, denn ich habe jetzt keine Lust, gegen diese Drachen zu kämpfen. Ich will einfach nur noch zurück. Und ihr seht ja schon, dass es jetzt einiges komplexer war, wie hier unser Weg verlaufen ist. Und das finde ich sehr cool. Also die ersten beiden Äras waren ja noch relativ einfach, aber jetzt wird es echt cool. Ich freue mich schon richtig drauf. Oh, ein herrliches Spiel. So, wo landen wir denn jetzt? Landen wir wieder im Wald oder landen wir in der verlorenen Stadt? Das klingt nach Wald. Sehr gut. Aber wo ist der letzte Bienenstock? Wir werden uns sehr bald wiedersehen. Ehe du weggehst, solltest du Gustus besuchen. Er ist ein guter Mensch, der dir sein Leben geweiht hat. Geh, Hype. Ich möchte all das gerne schnell vollendet sehen. Alles klar. Vielen Dank, Zaltila. Auch danke für den schönen Kampf. Das war echt mal was. Noch zwei rote Tränke und ein violetter Trank. Das war krass. Aber erstmal möchte ich jetzt wirklich wissen, wo dieser Bienenstock ist. Ich werde jetzt zurück zur verlassenen Stadt gehen, denn da war ein Speicherpult und da speichern und dann in der nächsten Folge gucken, ob ich nicht den Bienenstock finde. Und dann werde ich erst zu Gustus gehen. Hier ist nichts mehr drin. Okay. Ich habe euch keine Ahnung, wo der sein könnte. Ich meine, hier ist sogar das Speicherpult gut versteckt. Na egal. So. Möchtest du dieses Abenteuer wirklich ersetzen? Ja. Und mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich einen Zauber schon verpasst habe, glaube ich. Egal, das werde ich mir alles nochmal genauer angucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut. Bis bald.